Also, wie gesagt, wenn ihr so ein paar Dinnerabende haben wollt und ich lade dann mal so ein paar Craft Attack-Leute ein, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wen ihr so gerne da drin haben würdet. Und dann kann man doch mal so kleine Talk- und Essabende hier veranstalten. Das stelle ich mir relativ witzig vor. Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Galaxy. Und in letzter Folge habe ich diese kleinen schönen Stühle hier gemacht und wollte eigentlich noch hier auf diesem Tisch diese kleinen Quarzteller machen. Und dafür muss ich jetzt aber eben mal kurz in den Nether und ich glaube am Ende der Folge oder sowas werde ich dann auch noch versuchen, hier noch ein bisschen aufzuräumen oder sowas und werde auch langsam mal mich an die Arbeit an den Außengarten hier begeben. Weil, wie ihr seht, in meinem Haus ist schon jede kleinste Ecke wunderschön ausgeschmückt. Hier gibt es auch eigentlich nichts mehr viel zu machen. Ich bin auch schon super zufrieden mit dem Haus, außer halt die Teller oder sowas. Das werde ich noch machen. Und dann werde ich vielleicht sogar gucken, dass ich hier irgendeinen Block hinmache, wo ich noch rumgreifen kann, um dann hier ranzukommen. Und dann kann ich das hier vielleicht auch noch wegblocken oder sowas. Das wäre auf jeden Fall cool. Und dann mache ich mir hier vielleicht sogar so eine kleine Spüle hin, wenn das möglich ist. Ich schaue sogar mal ganz, ganz kurz. Vielleicht gibt es das sogar. Mr. Cray. Gibt es da vielleicht sogar so eine Spüle? Das wäre ja relativ cool zu wissen, aber ja, halt das Vogelbad jetzt aber sieht nicht danach aus. Ich denke einfach mal, dass ich dann erstmal hier ganz, ganz schnell in den Nether huschen werde und danach mache ich dann noch so ein bisschen halt diese Teller da drin und dann halt diese Außenarbeit. Das wird auf jeden Fall relativ cool, aber wie gesagt, erstmal vorher in den Nether und ich muss jetzt schauen, dass ich da behaglos reinkomme. Ah ja, stimmt, dafür muss ich auch erstmal wieder zu Kev. Oh Mann, ey Manu. Immer muss man zu Kev. Kev ist so dieses, der zentrale Ort der Stadt, meiner Meinung nach. Da ist das Haus irgendwie gar nichts gegen. Kev, ey. The Kiev. Und ich glaube, das sollte sogar Gottes Palast werden, wenn ich mich nicht irre. Also von Dragon Ball. Sieht auf jeden Fall bis jetzt ganz cool aus. Boah, alter Kev, ey. Das ist so krass, was er hier alles hat. Okay, Nether ist aus. Zu Hause, Mond, Space Station. Okay, das scheint wohl trotzdem noch der Nether zu sein. Erstmal das Schwert zücken. Man weiß ja nie, ob was Böses passieren kann. Und schnell hier rausfliegen. Boah, habe ich einen Whitestone? Okay, Whitestone ist da. Das heißt, ich kann auf jeden Fall heute schon mal nicht im Nether sterben. Was ja sonst auch manchmal passiert, dass ich im Nether einfach abkratze. Wegen gewissen Nitro-Creepern oder sowas. Aber jetzt sind wir erstmal für Quarz da. Da sind wir ja relativ sicher, was Nitro-Creeper angeht. Ich schaue dann erstmal. Guck mal, ob ich hier hoch kann. Ja, wunderschön. Und dann einmal, give me that Quartz, please. Thanks. Ich brauche nämlich ein bisschen Quarz. Ich weiß nicht genau, wie viel. Vielleicht kann ich mir das ja sogar schon mal hier vorcraften. Einmal nochmal so und nochmal so. Und dann schaue ich doch mal. Ich brauche nämlich... Muss ich das so machen? Ah ja, Tatsache. Oh Gott, das wird aber eine kleine Arbeit. Ich brauche auf jeden Fall 4 Teller. Und das heißt, ich brauche pro Teller brauche ich 3 Slabs. Und das heißt, ich brauche ein bisschen Quarz. So. Dann gehe ich erstmal hier rein und dann hole ich mir erstmal das ganze Quarz hier aus der Wand raus. Aber wundert mich auch, dass das ganze Quarz hier noch nicht weg ist, weil die ganzen Leute hier um die Stadt, die haben ja schon, die haben ja schon ordentlich hier Quarz und alles gefarmt. Dann, es wundert mich, dass hier überall noch so viel ist. Ich weiß, also ich kann mir gut vorstellen, dass Arleit und so dieser ganze Kack, dass das schon alles leer ist. Aber, ich brauche auf jeden Fall auch nochmal Ardite und so Mist. Weil ich würde nämlich super gerne meine Waffe ein bisschen besser machen. Und dafür brauche ich nämlich nochmal ein bisschen Manillium. Vielleicht habe ich sogar was zu Hause. Wäre ja ganz, ganz cool zu wissen, ob ich dann noch was habe. Gucke ich auch, glaube ich, direkt gleich mal nach. Weil ich möchte nämlich meine Waffe neu machen. Weil, wie ihr seht, die hat momentan 23 Attack Damage. Und da geht eigentlich noch mehr. Kann ich nämlich so eine One-Hit-Waffe machen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die halt gemacht hatte, da hatte noch keiner eine bessere Waffe, glaube ich. Ich hatte nämlich ein bisschen geguckt. Ich weiß nicht, ob Spark da schon mit Tinkers Construct dran war. Ich war schon relativ früh eigentlich. Aber Spark war, glaube ich, immer mit fast allen Sachen allen voraus. Der ist nämlich so eine kleine Maschine, der Spark. Kann sein, dass der schon vor mir dran war, weil eigentlich, man hört ja meistens immer, wenn man sagt, ich habe das als erstes gemacht, dann kommen immer 100 Leute und sagen, nein, Spark hatte das als erstes. Und das ist irgendwie total krass. Also, der ist immer relativ schnell mit den ganzen Sachen. Oh, da habe ich aber ordentlich was. Ging das so? Ach, ich mache sogar so 2. Ach, krass. Okay. Gut zu wissen. Dann habe ich schon mal meine Teller hier. Und dann schaue ich doch direkt mal auf dem Weg zurück, ob ich hier... Oh, da habe ich direkt was gesehen. Das nehme ich mir doch direkt mal mit, wenn man doch gerade die Möglichkeit dazu hat. Vielen Dank. Aber ich bin eigentlich heute... Ich will nicht heute meine Zeit verschwenden, hier Ardite und Kobalt zu sammeln. Deswegen gehe ich mal schnell wieder nach Hause.
Und das Adelt nehme ich aber nochmal mit. Also ich meine, auf dem Weg, das nehme ich mir einfach mal mit, weil das ist ja kein Problem eigentlich. Ich möchte hier rein. Komm, danke. Give me that Adelt. Und für die Leute, die sich vielleicht sogar gerade wundern, warum ich den Shader aus habe, ich sehe hier relativ wenig, wenn ich den anhabe, weil irgendwie ist der Rudoplace Shader nicht so super für Nether. Und deswegen sieht man dann immer relativ wenig. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ich mache den ja gleich wieder an. Und was mich wundert, man kommt immer hier raus, obwohl das Portal zur anderen Stadt ist. Das ist total krass. Super, super awkward. Oh, was ist das denn hier? Ist das hier so ein Bärending? Wow. Ich glaube, das sind diese komischen Bäume, die Petrit angepflanzt hatte, als er vorproduziert hat. Aber krass, okay. Ich dachte, da könnte man sich jetzt irgendwas rausholen oder so. Kann man sich hier was? Oh, Tatsache. Berries. Nice, okay. Coole Sache. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Und dann schauen wir mal. Vielleicht habe ich sogar noch ein bisschen Manillium da. Dann kann ich das ja nebenbei machen. Aber das bezweifle ich gerade eher weniger. Das bezweifle ich eher weniger? Nein, das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Das bezweifle ich. Und, ja. Dann schaue ich aber erstmal. Dann gehe ich erstmal hier zurück. Und meine Teller habe ich jetzt zumindest erstmal hier fertig. Danke. So, und dann einmal diese Dinnerplates. Zack, 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 zack. Boah, das sieht so cool aus. Da kann man sogar Zeug drauflegen. Was? Wie geil. Junge, wie geil. Da kann man Zeug auf die... Man kann Zeug auf die Dinger drauflegen. Boah, Junge, da tue ich jetzt direkt irgendwas richtig Geiles drauf. Mal gucken, was habe ich denn hier so zu essen? Erstmal so 6 Fisch erstmal submitten. Dann erstmal ein bisschen von dem guten Zeug. Das kann ich nämlich dann... Ach komm, mach einfach mal all. Dann brate ich das direkt mal. Was gibt's denn hier noch? Hier Kartoffeln, warum nicht? Nehmen wir uns auch nochmal 2 raus. das ist auf jeden Fall super cool. Das freut mich. Davon submitte ich erstmal 3. Und was hier noch? Was habe ich denn hier noch alles? Ich glaube, die kann ich erstmal beide hier submitten. Und ich glaube, das reicht dann erstmal. So, vielen Dank. Warum auch immer da Sticks drin sind. Und dann tue ich das hier erstmal so hier rein. Und dann noch das hier da rein. So, das Brett nämlich jetzt ohne Kohle, für die Leute, die das Teil kennen. Ist ein super gutes Ding. So. Und dann habe ich erstmal hier ein Brot. Das lege ich, glaube ich, auch erstmal hier so an die Seite drauf. Oh, Junge, wie nice das ist. Boah, geil, dann habe ich auf jeden Fall... Was? Ich kann davon sogar essen? Ach du heilige Scheiße, ist das cool. Das ist ja mega cool. Alter. Also ich bin richtig beeindruckt von diesen Dinnerplates. Boah, geil, dann kann man ja Leute zum Essen einladen. Wie abgefuckt ist das denn? Junge. Junge. Ne, warte mal, den muss ich, glaube ich... Ah, ne, ist schon richtig. Boah, wie geil. Das finde ich echt, das finde ich richtig, richtig cool, dieses Ding. Hab sogar noch Manillium. Habe ich noch Adel zufällig? Ja, habe ich sogar. 1 und 1. Das tue ich dann, glaube ich, mal wieder zurück. Junge, das ist richtig, richtig cool. Also ich glaube, da werde ich nochmal richtig viel Spaß haben. Vielleicht, wenn ihr das wollt, also schaut mal, man kann ja jetzt Essen hier drauf machen und wie ihr seht, man kann da auch... Ups, man kann da sogar von essen. Und wenn ihr wollt, dass ich mal so ein paar Dinnerabende mache und dann vielleicht sogar Leute einlade, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Das wäre eine sehr, sehr witzige Sache. Vielleicht kann ich das sogar mal verwirklichen und dann mal ein paar Leute zum Talken und sowas einladen. Das wäre auf jeden Fall super cool. Das würde ich richtig gerne mal machen. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und dann werde ich das mal gucken, ob ich das verwirklichen kann. Alter, richtig cool. Das würde ich nämlich super gerne mal machen. Weil das bringt auch so ein bisschen diesen Geist so ins Projekt zurück. Large Blade Cast. Ich guck mal eben. Ja, dafür braucht man das Large Blade Cast. Dann mache ich das hier mal eben da rein. Und dann schaue ich doch mal. Manillium. Haben wir da sogar genug für? Das wäre ja jetzt krass. Wenn nicht, wäre es nicht so krass. Aber das braucht immer relativ viel Ingots. Vielleicht habe ich Glück. Bitte. Komm schon. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt noch da drin? Aber relativ wenig dürfte das sein. 23 Ingots immer noch? Vielleicht... ich weiß nicht. Ich glaube, dafür habe ich jetzt nicht genug Zeit. Also ich muss dann irgendwann nochmal ein bisschen mehr Paper und sowas machen. Dann kriege ich das hin. Dann kann ich mir nämlich das Tool nochmal neu machen. Aber ich tue jetzt erstmal nochmal das restliche Essen hier hin. Rechtsklick, so. Und dann einmal das Zeug hier drauf. Boah, das sieht richtig lecker aus. Also ich denke mal, ich lade dann irgendwann mal ein paar Leute ein und sowas.
Ich mache da direkt mal einen Screenshot von, weil das sieht ja so cool aus. Richtig, richtig cool finde ich das. Also das ist so ein Ding, das finde ich, das sollte so im richtigen Minecraft sein. Weil wenn man sich dann einfach so hinsetzt und dann einfach hier so Musik hört, was jetzt momentan irgendwie nicht möglich ist, ich weiß ja nicht warum. Aber das wäre ja richtig cool. Also so richtig, richtig cool. Das gefällt mir schon super gut. Ich hätte jetzt am liebsten noch irgendwie, wenn es noch ein Item gibt, wo ich so ein bisschen Essen hier präsentieren kann, dann wäre das auch nochmal cool. Also wenn ich ein bisschen, wo ich ein bisschen mehr Essen als das bisschen hier drauflegen kann, das wäre ja richtig, richtig cool. Mach ich mal eben den hier. Und dann, oh ja genau, da habe ich noch hier diese Dinger. Das kann ich auch nochmal da drauflegen. Und dann auch mal hier so das da drauf. Und dann, glaube ich, habe ich noch ein Steak? Ne, habe ich nicht. Dann muss ich mal gucken, ob hier schon eins gebraten ist. Yep. Und dann tue ich das, glaube ich, auch nochmal hier drauf. So. Und vielleicht kann ich mir sogar noch ein paar mehr Teller machen. Das mache ich direkt auch nochmal. So. Und dann lege ich, glaube ich, den Rest von dem Steak, den tue ich dann einfach mal hier auf so einen kleinen Teller. Boah, ich finde das so cool. Also ich bin gerade richtig geflasht von dieser Möglichkeit einfach, das zu tun. Also das finde ich richtig cool. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also hätte ich das vorher gewusst, dass es das Ding gibt, dann, boah, keine Ahnung. Ich bin da richtig geflasht von. Vielleicht kann ich hier sogar noch so einen kleinen Fernseher hinstellen oder sowas. Das wäre auch noch ganz interessant. So ein Mini-Fernseher oder sowas. Der ist ja relativ einfach sogar zu machen. Dafür brauche ich nur ein paar Logs und sowas. Ich schaue nochmal eben nach, wie viel brauche ich da insgesamt. Wo ist es denn? Wo ist der Fernseher? Da ist der Fernseher. Okay, ich brauche auf jeden Fall 7 Logs. 7. Dann brauche ich ein Redstone. Und ein Glasspane. So. So, so und so. Und dann mache ich doch direkt mal einen kleinen Fernseher. So. War es so richtig? Ja, so war es richtig. Und dann vielleicht nochmal so ein Tisch. Maybe, ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal aus, ob das vielleicht sogar ein bisschen cool ist, wenn ich den da hinstelle. Schauen wir doch mal. So, und dann vielleicht so schräg den Fernseher. Ah, das geht nicht, schade. Das möchte ich nicht kaputt machen. Kann ich nicht irgendwie noch hier so einen Fernseher hinstellen? Das wäre doch relativ cool, so ein Fernseher. Oder soll ich hier einen Fernseher hinstellen? So zum Arbeiten? Ja, dann kann ich hier so beim Arbeiten nochmal ein bisschen gucken. Mach ich nochmal hier den hier. So, das ist auf jeden Fall, das ist cool, weil wenn ich dann irgendwann hier sitze, dann kann ich so hier Fernsehen gucken und kann mir dann hier so ein bisschen Cookies und eine Crafting Station snacken und sowas. Und ist hier schon irgendwas drin, zufällig? Schade. Schade. Schade Schokolade. Okay, dann gucke ich erstmal, ob mein Fleisch hier fertig ist, dann, oh ja, wunderschön. Das nehme ich auch direkt nochmal mit. Give me that. That Fleisch. Danke sehr. Und dann schaue ich direkt nochmal, sind das hier Slabs? Ich weiß nicht, sind das Slabs oder Microblocks? Weil sonst würde ich nämlich auch nochmal hier so eine kleine Stelle machen, wo ich dann nochmal ein bisschen Essen hinstellen kann. Weil das sieht so ein bisschen aus wie eine Kaffeemaschine und das ist, glaube ich, sogar gut, dass es ein bisschen so danach aussieht. Aber ich schaue mal eben. Ich hätte gerne noch das ganz normale. Hier, Oakwood. All nehme ich mal mit. Und dann schaue ich mal, ob ich hier noch Microblocks habe als Oakwood. Ja, genau, die hier. Davon nehme ich auch nochmal, ja, so 11 mit. Danke sehr. Und die Slabs bitte. Gib mir die Slabs. Gib mir die Slabs. Danke sehr. Ich weiß nicht, manche brauchen immer so ein bisschen länger als irgendwelche anderen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wo das vielleicht liegen könnte. Und dann kann ich das ja auch mal ausbessern. So, jetzt habe ich hier nochmal so eine kleine Essensecke. Und da werde ich auch nochmal 2 Teller hin tun. Und dann habe ich hier so ein kleines Buffet. Oh Junge, das ist so cool. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann kann ich erstmal hier so machen. Ne, Rechtsklick mit einer leeren Hand, so. Und dann kann ich das hier so da drauf packen. Und dann kann ich hier nochmal ein bisschen von den Fisch drauf machen. Und vielleicht kann ich nochmal ein anderes Gericht. Habe ich noch irgendein anderes Gericht? Ich glaube, Kartoffeln würden da ganz gut passen. Die kann ich dann auch nochmal hin tun. 3 von den Kartoffeln. Danke. Und dann einmal die hier rein. Oder ich glaube, die werden die so gebraten? Keine Ahnung. Okay, hoffen wir mal. So, und dann tue ich, glaube ich, das Zeug hier, das tue ich erstmal wieder zurück. Und das tue ich auch zurück und das auch. Und dann habe ich hier auch ordentlich viele Teller. Dann kann nämlich hier später dann die Leute, wenn die sich hier hinsetzen und dann hier talken. Ich guck mal eben, wenn man sich hier reinsetzt und rausgeht, dann kommt man, ja, okay, dann kommt man halt hier irgendwie raus. Ja, das passt schon. Wenn man nämlich dann später hier irgendwie so Abende macht und man redet dann so ein bisschen, das stelle ich mir auch ganz cool vor. Nur, vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was man vielleicht noch hier so hin tun könnte. Das wäre ja eine relativ nette Sache.
Aber ich mach mal eben, ich will mal eben mich ganz, ganz kurz hier so draufstellen. Und dann mal eben hier von so ein Foto machen. Das sieht nämlich super cool aus. So. Alter Schwede. Also ich bin richtig zufrieden mit dieser Ecke. Ja, also wie gesagt, wenn ihr so ein paar Dinnerabende haben wollt und ich lade dann mal so ein paar Craft Attack-Leute ein, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wen ihr so gerne da drin haben würdet. Und dann kann man doch mal so kleine Talk- und Essabende hier veranstalten. Das stelle ich mir relativ witzig vor. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Ich werde mich dann, wenn ihr das wollt, diese Talk-Abende, da werde ich mich direkt mal mit so ein paar Leuten in Verbindung setzen. Aber ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr diese Ecke auch cool findet, dann lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!